Yo Leute, was geht ab? Hier ist der Lance, heute wieder mit einem kleinen Gameplay für euch. Und zwar zeige ich heute, wie ihr auf der Black Ops 3 Zombie Map Zetsubo no Shima das Schild upgraden könnt zu dem sogenannten Elektroschild. Und ja, das ist ziemlich stark, braucht man unter anderem auch zum Upgraden der KT4 und fürs Easter Egg. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an. Und zwar geht es um die Herausforderungen. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn man hier am Schrein ist bei den Totenköpfen, kann man hier seine eigenen Herausforderungen sehen anhand der gelben Zeichen. Und ja, die muss man ganz einfach erfüllen. Und das müssen alle Spieler, die im Spiel dabei sind, müssen das erfüllen, um nachher das Upgrade des Schildes möglich zu machen. Und ja, es gibt glaube ich 15, 16 verschiedene solche Herausforderungen. Die sind eigentlich, ja, die meisten nicht besonders schwer. Die einen dauern ein bisschen länger, die anderen sind ein bisschen weniger aufwendig. Auf jeden Fall bekommt ihr da immer eine Belohnung am Ende. Ja, das ist entweder Munition, glaube ich, genau, dann die Dingo oder eben ein extra Perk-Slot. Und wie gesagt, alle drei Sachen machen. Die Sachen sind eigentlich immer selbsterklärend, wie, was weiß ich, gießen sie 5 Pflanzen, schießen sie 5 Sporen oder so wie hier, machen sie 10 Headshots bei infizierten Zombies. Und ja, wie gesagt, wenn das alle erledigt haben, dann können wir mit dem nächsten Schritt weitermachen. Falls ihr irgendwie Probleme haben solltet mit irgendwelchen Herausforderungen und nicht wissen solltet, wie das geht, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich versuche das zu beantworten. Und wenn ich nicht dazu komme, bin ich sicher, ein netter Abonnent wird dir dann Auskunft bieten oder auch sogar die Hilfe selber anbieten. Oft finden sich ja unter den Videos immer Gruppen zum Zocken. Also nutzt das auch, wenn ihr könnt. Und wie gesagt, nächster Schritt ist dann, geht man einfach, wenn alle fertig sind mit den Herausforderungen, wieder zu diesem Ritualspot, holt sein Schild raus, das man natürlich auch gebaut haben muss vorher. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, seid ihr hier falsch. Dann müsst ihr euch erst noch das Schild-Tutorial anschauen. So, und wie gesagt, wir warten dann einfach, bis ein Blitz einschlägt. Hier war er, ihr habt es gesehen. Und das passiert regelmäßig, ungefähr alle 30 Sekunden, eine Minute, wie auch immer. Und wenn der Blitz einschlägt, ist euer Schild elektrisiert. Und ja, nun hat es ungefähr denselben Effekt wie Electric Cherry. Ja, die Zombies werden elektrisiert. Im Hintergrund könnt ihr übrigens gerade sehen, man kann sich das Schild jederzeit wiederholen. Da geht man einfach hin und wartet wieder, bis der Blitz einschlägt. Und ja, wie gesagt, es ist ein bisschen stärker, es elektrisiert die Zombies, lähmt die, die bleiben dann auch stehen, und auch wenn man es auf dem Rücken hat und die Zombies zuschlagen, dann werden die elektrisiert. Ist eigentlich schon ziemlich nützlich, wie gesagt, und auch notwendig für KT4 Upgrade und fürs Easter Egg. So, ich würde sagen, ihr macht es einfach nach. Wenn es euch geholfen hat, würde ich mich natürlich wie immer sehr über ein Like freuen, und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst mit einem neuen Gameplay. Haut rein, euer Lenz. Wiederschau!